bist's. Hast du Poppy gesehen? Ist sie okay? Oh, ich kann nicht glauben, dass ich eingeschlafen bin. Keine Ahnung, wo Poppy steckt. Habe ich was verpasst? Sie ist nicht hier. Was ist passiert? Oh nein, bestimmt hat der Geist sie geholt. Komm runter, Sky. Erzähl mir erstmal, was los ist. Okay, ja. Es fing alles am Freitagabend an, nachdem du weggefahren bist. Draußen tobte ein unheimliches Gewitter. Und ich war sowieso schon nervös, weil Miss Wright am Tag zuvor unser nächstes großes Projekt angekündigt hatte. Die Rainbow High Strahlenwoche. Aber sie wollte uns keine Details verraten. Ich wünschte, wir hätten einen Hinweis. Es macht mich fertig, nicht zu wissen, was diese Strahlenwoche ist. Laurel, ich musste an die Studentin denken, die diesen riesen Nervenzusammenbruch hatte. Du weißt schon, im ersten Jahr an der Rainbow High. Damals hatten wir unser erstes großes Projekt. Ach ja, die Strahlenwache. Genau. Weißt du noch, wie ihr der Stress zugesetzt hat? Sie streifte durch die Flure wie ein Geist und erschreckte nachts die anderen Erstsemester. Oh, du hast recht. Und soll dieses Jahr nicht wieder eine Strahlenwoche stattfinden? Oh ja! Vermutlich bin ich deswegen draufgekommen. Hi Holly und Laurel, ihr habt doch gerade über die Strahlenwoche gesprochen und... Oh nein! Das hast du gehört? Dann musst du dich ja jetzt vor diesem Geist fürchten. Nein, denn Geister gibt es nicht. Ja, das dachten wir auch. Okay. Aber was ich eigentlich fragen wollte, habt ihr vielleicht einen Tipp für mich? Ich würde gern schon etwas vorbereiten. Da es jedes Mal ein anderes Thema gibt, würde ich sagen, je mehr Ideen du hast, desto besser für dich. Ich würde sofort mit der Arbeit beginnen, heute Nacht, um eine Katastrophe zu vermeiden. Ich wusste nicht recht, wo ich anfangen sollte, aber es fühlte sich gut an zu arbeiten, bis... Hallo? Ist da jemand? Ah! 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 Rihanna, was ist hier los? Ich wollte dich nicht erschrecken. Sieh dir meinen neuen Ventilator an. Ich habe ihn installiert, damit meine Haare immer schön wehen. Aber ich glaube, der Ausknopf ist abgebrochen. Naja, bis dann. Wo sind denn meine Stoffe hin? Sie waren auf einmal weg. Dabei hatte ich den Raum doch nur für ein paar Sekunden verlassen. Doch alles keinen Sinn, Pete. Sky, kann es sein, dass du übermüdet bist? Vergiss die Strahlenwoche doch mal für eine Sekunde. Wir alle haben schon genug um die Ohren. Oh nein, ich komm doch nur so etwas Schreckliches. Ob das jemand von der Rainbow High erwische, kann er was erleben. Wer würde unserem Maskottchen das nur antun? Los, Beeilung! Bring das in Ordnung! Weiß jemand, was Wopnia heißt? Ich glaube euch jetzt. Das Mädchen, das sich damals in einen Geist verwandelt hat, ist zurück und terrorisiert die Rainbow High. Das ist die einzig logische Erklärung. Wir müssen sie finden. Komm später hierher, um Mitternacht. Und dann erforschen wir die dunkle Seite der Rainbow High. Du musst keine Angst haben. Ich komme mit. Wenn ich gewusst hätte, was uns erwartet, hätte ich Poppy nie mitgenommen. Es ist schon nach 12. Wo bleiben die? Vielleicht haben sie es vergessen? Wir vergessen nie. Wir vergessen nie etwas. Folgt uns. Du gehst vor und nimm bloß alles auf. Das geht bestimmt viral. Oh nein, wieso flackern die Lichter? Ich habe gehört, dass die Beleuchtungscrew gerade mit Flackerlichtern arbeitet. Gut gemacht, Leute. Ah, oh nein! Da! Ein Mann!
Das ist nur ein Katzenwandbild. Aber wir sollten zusammenbleiben. Hier geht irgendwas vor sich. Leute, hallo? Ah! Was willst du von mir? Und was hast du mit meinen Freunden gemacht? Ah! Der Geist ist immer noch da draußen. Was sollen wir tun, Sunny? Wir brauchen einen Erwachsenen sofort! Papi, da bist du ja. Was macht er denn hier? Sky, das ist das Geistermädchen. Los, sag's ihr. Schön. Ich war's. Ich allein habe euch einen Streich gespielt und... Okay, vielleicht hatte ich Hilfe. Allerdings, die Zwillinge stecken dahinter. Was? Aber Poppy, du bist verschwunden. Laurel und Holly haben mich einfach in einen Klassenraum gezogen. Zwei gegen eine. Ich hatte solche Angst vor der Strahlenwoche, dass ich darauf reingefallen bin. Oh je, das ist so peinlich. Keine Sorge, wir haben einen Plan. Die Gerüchte sind wahr. Ich bin zu einem Geist geworden. Schließt euch mir an. Holly, ich glaube, ich habe oben mein Portemonnaie vergessen. Holen wir es. Los, Laurel, schnell, schnell. Das war genial. Die Dunkelheit fühlt sich unglaublich an. Ich habe jede Minute dieser Scharade gehasst. Wehe, ihr erzählt Holly und Laurel hiervon. Dann lernt ihr den Zorn eines Beleuchters kennen. Alles klar. Jetzt, wo wir quitt sind, keine Geister mehr. Okay? Skylar? Skylar? Wo ist die hin?